Hi miteinander und willkommen zu einem neuen Video zur Teneré 700. Ihr habt ja schon mitgekriegt in dem letzten Video, dass wir die Maschine zum Folierer gebracht haben, zu einem Bekannten von mir. Und wir überraschen ihn jetzt mal ein bisschen, weil wir haben ein bisschen gequatscht und er hat dann gemeint, er hätte da ein paar Sachen, die er ausprobieren wollen würde. Und da haben wir ein bisschen über Folien geredet und so. Und ich habe die dann jetzt bei ihm vorbeigebracht und wir überraschen ihn jetzt gerade ein bisschen, weil ich weiß, dass er gerade bei der Maschine dran ist und sich gerade drum kümmert. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was er da macht, trinken vielleicht einen Kaffee und dann könnt ihr mal vielleicht auch so was schauen. Aber wir schauen mal, wenn sie fertig ist, dann seht ihr sie erst. Wenn sie jetzt noch nicht fertig ist, dann werdet ihr sie jetzt nicht sehen. Aber wir werden erst mal ein bisschen quatschen und dann schauen wir weiter. Also dann, bis gleich. So, jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir mal rein. Dann schauen wir mal, ob er da ist. Und der bastelt auch schon. Der bastelt auch schon. Ja, servus. Ja, grüß euch. Ich besuch dich mal. Du bist auch schon wieder voll dabei. Ja, neugierig. Ja, schon. Ja, schaut sehr geil aus. Schaut sehr geil aus. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal kurz einen Porn, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, bist du fertig? Ja, also ich bin schon richtig an sich drauf. Wenn ihr sie sehen wollt, ich werde mit der Maschine wahrscheinlicherweise, wenn das Wetter es zulässt und wir fertig werden, auf die E-Mod fahren. Also in München auf der E-Mod steht die Maschine, ne? Also könnt ihr sie anschauen. Boah, Alter, das schaut geil aus. Schaut euch mal das an hier. Ist das fett? Ja, das schaut schon cool aus. Naja, ja, na gut. Ja, aber mehr wisst ihr auch noch nicht, also es kommt ja viel mehr. Das ist ja nur der Grundton, also wie es ausschaut und von daher, das ja. Kommt noch. Keep it. Sollen wir ein bisschen verraten? Nein, um Gottes Willen. Ja, aber wie haben wir das jetzt eigentlich so gemacht? Wir wollen es ja, die Leute wollen es natürlich auch wissen, wie wir es im Endeffekt gemacht haben, also wie wir es besprochen hatten. Wie es werden soll. Mhm. So grob, aber im Endeffekt, wie sind wir da vorgegangen? Wir haben und so weiter mal zusammengehockt, welche Art Vorstellung der Frankie hat und haben da schon ein bisschen Diskussionen geführt, weil Geschmäcke sind ja verschieden. Ja, bis wir auf den richtigen Nenner gekommen sind, sind ein paar Stunden vergangen. Ja. Aber schön metallig, also so matt, metallig. Mit ein bisschen in Kombination mit ein bisschen Gelb? Mhm. Ja, aber das sieht man ja nicht. Ja. Das kommt noch. Was machst du denn für Folien? Also können die Leute dann einfach zu dir kommen und dann einfach was wählen? Also hast du dann jetzt hier also schon... Von den Folienarten her? Oder ja. Natürlich Folienarten, es gibt ja verschiedene Autofolien, also Beschriftungsfolien, Wrappingfolien. Je nachdem, was der Kunde haben will. Mhm. Also wir haben ja da drüben zum Beispiel haben wir ja eine kleine Auswahl jetzt von den normalen Autobeschriftungen und Komplettfolierungsfolien. Mhm. Also was ist der Unterschied zwischen einer Auto-Wrapping-Folie oder einer Folie fürs Motorrad? Oder also eine Wrapping-Folie, also wie es auch da drauf ist, die ist ja leistungsfähiger, sage ich jetzt mal. Mhm. Also die kannst du dementsprechend mehr formen, wo halt eine normale Beschriftungsfolie einfach nur Stahl ist im Grunde genommen. Okay, also die Sticker dann oder? Ja, was heißt Sticker? Die hat eine andere Zusammensetzung. Okay. Also da müsste man schon fast Chemiker sein, dass man auf die Einzelheiten da eingehen kann. Aber in so einem Großen und Ganzen ist die, die einfach, ja eigentlich schon ein bisschen weicher und verarbeitungsfähiger dann. Also ja, genau. Also das habe ich ja auch schon probiert gehabt, da um diese Kurve rumzukommen. Also ich bin vollkommen flash. Ja, hat er bei dir da gesehen, gell? Mhm. Weißt du, ich habe Wir haben hier so gefickt, ey, Oh. Ja, wobei hier, das mache ich hier zweifarbig, wir haben dann den oberen Teil der... Ja.
Ich glaube, dann kommen ein paar Delfine rein. Weißt du was? Wir reden und Herzchen. Herzchen und Delfine, wie Delfin gehört. Also ihr werdet alles mitkriegen, aber ihr versteht nichts. Okay, also redet einfach offen. Machen wir es doch einfach so. Piep. Ja? Ja, genau, es kommt dann so. Okay. Ja. Wir haben hier dann und wie findet ihr das? Sponsor. Das ist gut, oder? Ja. Nein, es wird schon ganz. Ja, das wird fancy. So muss man. Ah, genau. Das ist, ja, was? Ja. Ja. Klar, wir haben das leider, das ist das Geld. Und die ist das Geld. Nichts, ja, alles so streng geheim. Alles so streng geheim. Ja, also da freue ich mich schon tierisch drauf. Das wird echt edelgeil. Und noch eine andere Frage dann. Welche Hersteller hast du da? Also, welche Hersteller benutzt du hier? Hauptsächlich. Ja. Also, vom Beschriften selber her haben wir Oracle. Mhm. Komplettfolierung haben wir verschiedene, jetzt wie KPMF, Avery, 3M. Probieren mittlerweile auch mal Lexis aus, okay. Aber hauptsächlich KPMF und, okay. Und Avery. Okay. Mhm. Natürlich, Oracle haben wir auch als aber die sind von den Farben nicht ganz so. Das ist nicht so cool. Ja, das ist nicht ganz, die haben wir nicht ganz so, da ist halt Avery und 3M. Ja, diese Farbfächer da, wo hast du noch Farbfächer? Ja. Hier. Auch cooler Tisch hier, ne? Oder ist der? Ne, der ist foliert. Der ist foliert? Der ist foliert. Okay, krass. Der ist cool. Wie gesagt, der wird auch noch, sag ich mal, wie soll man sagen, restauriert. Der wird auch noch, jetzt untere wird alles nur schwarz, dass es dann zusammenpasst. Ja. Aber ist auch cool. Also dafür, dass es foliert ist, schaut es eigentlich fast aus, als wäre es. Ja, okay. Also die Küche noch gar nicht gesehen. Ach, die Küche? Unsere Küchenmische. Ja, aber zwei Kaffee geben. Müssen wir einen Kaffee geben. Okay. Also das sind jetzt die Standardfarben. Mhm. Und dann ist halt hier dann schon dieses. Warte mal, was ist jetzt? Diese spezielleren Farben. Mhm. Ja, dieses Grün dann. Oder, Boah, ist dann auch geil, ne? Nero Flair. Ja, sowas ist halt natürlich auch geil. Ne? Wobei die, was hier sind, großteils sind alles die, was wir hier haben. Okay. Das sind die hier. Ich finde, dass man auf so einem kleinen Paper fast gar nicht viel, also nicht wirklich erkennen kann, wie es wirkt. Ja, genau. Deswegen habe ich so das hier mit dieser Wölbung, weil wir zum Beispiel jetzt bei dem hier, wenn man die Zimmer zum Beispiel, dann hast du halt dementsprechend den Effekt halt besser da. Ja, weil das halt wirklich zweifarbig ist. Mhm. So ein Flickflack. Genau. Cool. Und bei einem Auto hast du halt ab und zu die Kanten, da wo halt dann das untere drum ist, bei dem es halt grün ist, und danach hast du dieses. Hier zum Beispiel halt, würdest du es halt dann sehen. Ja, genau. An so einer Kante. Ja. Ja, ist schon cool. Hast du dann eigentlich auch sowas ähnliches wie Porsche-Lacke oder sowas? Also könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt den Original Porsche-Lack, das Original weiß haben? Also. Standard haben die das nicht. Okay. Weil ja Porsche eigentlich. Du könntest aber dementsprechend, was gibt, man kann Farben mischen lassen. Okay. Also du kannst eine Rolle haben. Wir haben auch einen Kunden, der hat einen speziellen Grünton, eine Umzugsfirma. Mhm. Hat einen speziellen Grünton und die haben wir eine Rolle organisiert. Okay. Ist aber auch dementsprechend kostenspielig. Mhm. Also wenn du natürlich einen Fuhrpark jetzt hättest von 30, 40 Autos. Dann wäre es günstig. Ja, ganz okay. Günstiger. Da zum Beispiel das hier. Also so richtig. Das ist so ein schauen wir, ob wir das draufkriegen. Aber das ist so ein Glitzer. Ja, genau. So ein Kupfer-Glitzer-Effekt. Ja, das ist schon cool. Also damit haben wir einen Mercedes ja gemacht. Mhm. In der Limousine. Schaut super geil aus. Und den hübschen Kerl hast du ja auch gemacht, so ein bisschen, ne? Also hier so ein bisschen auch Werbung. Ja, genau. Also das erste Mal sind wir diese Klebung bekommen. Okay. Und jetzt nachträglich bekommen wir jetzt noch die Spiegel. Mhm. Die werden jetzt noch in Schwarzglanz foliert und ja, ein paar Kleinigkeiten. Aber rein theoretisch kannst du jedes Auto machen. Also gibt es da, oder muss man das dann, müsstest du da irgendwas, brauchst du da irgendwas? Oder kann wirklich jede Folie draufklatschen oder kannst du diese Folie draufklatschen? Ja klar, also soweit ist das Thema. Natürlich gibt es je nach Hersteller gewisse Kanten und Formen, wo man ein bisschen tüfteln muss, aber okay. Sonst so. Ist eigentlich schon machbar. Okay. Wie sagt man, geht nicht, gibt's nicht. Ja, das ist doch gut. Das ist ja gut. Also dann seht ihr, er kann auch R6 machen. Oder auch Porsche machen. Das ist es.
Achso, ein RS5. Entschuldigung, RS5. Ja. Ja, der Riesen hat das kleine Vorteil. Aber. Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich trinke jetzt noch einen Kaffee mit dir. So, dann kann ich dir gerne mal zeigen. Ja. Ah, da hast du es dann auch gemacht. Genau, da haben wir ja. Das ist die gleiche Folie wie halt am Tisch. Mhm. Noch nicht ganz fertig die Küche, weil wir die Platte nur beziehen müssen. Okay. Ja, man sieht ja im Endeffekt, oder? Ja. Oder ja, es geht schon. Ja, es gibt für Zitrauenholz, also wenn du zum Beispiel normales Fichtenholz oder das haben hast. Mit Struktur. Ja, genau. Gibt es dann nochmal separat Hachvermittler. Mhm, okay. Weil sonst sieht die Folie nicht wirklich. Ja, das ist dann auch bei Konturen von irgendwelchen harten Sachen dann, oder? Der Fall. Ja, also das mal beste Mal Lachfolie, die Wand. Krass. Boah, aber mit Struktur. Das ist der Putz. Achso, so ohne Scheiß! Das ist, wenn du hinter dir schaust. Krass. Also da ist ja der Putz. Achso, und das ist die Struktur? Genau, das ist die Struktur, die hier rauskommt. Da ist. Weil das wirkt so, als wäre es wirklich echt. Das ist ja krass. Das ist cool. Okay, du weißt ja dementsprechend, wenn du es hauptberuflich machst, dementsprechend die Griffe, wie sich die Folie verhält. Mhm. Und wie du was handhaben musst. Mhm. Du darfst deine Folie auch nicht zu sehr unter Stress setzen und nicht zu viel ziehen. Was heißt Stress setzen? Also wir haben es ja auch immer gezogen, aber... Ja genau, wenn du zum Beispiel jetzt eine Folie komplett zu überdehnst... Dann verändert sich die Farbe auch. Also das genau, auch einmal das da. Aber du auch, wenn du so dementsprechend, wenn du zu überdehnst und draufklebst, schaut ja alles super gut. Das ist meistens ja bei Kurven oder bei Rundungen. Mhm. Du kannst zum Beispiel jetzt einen Helm, kannst du dementsprechend einen drum schon machen. Es sah super gut aus, die ersten paar Minuten. Und sobald halt die Temperatur ist, dann zieht sich die Folie wieder zusammen. Also sie will wieder in den Originalzustand. Genau, sie geht wieder in den Ursprungsruck und dann hast du halt Falten mehr. Aber wie machst du das dann? Also wie löst man dann so Kanten? Wie es ist? Also du musst halt wirklich schauen, wie du das Ganze machst. Also wie du die Folie so behandelst oder ziehst, dehnst, also nicht ziehen, sondern dehnst, dass sie trotzdem noch gemütlich draufklebt, sag ich jetzt mal. Ja, also was mir gut gefällt, ist eigentlich dieses Gelb. Aber der Helm, den ich trage, ist ja wahrscheinlicherweise nicht dieselbe Farbe. Also das ist so heller. Ja, so Neon. Ja, Neon. Neon, das ist dieser Aero Commander Neon Gelb. Dann nehmen wir doch einfach. Ja. So, bitte. Schön. Office. Ja, das ist schon echt krass, ey. Das ist halt schon heftig. Ein Fischhühner. Jetzt müssen wir mal von vorne anschauen. Halt ja, aber das. Nee, ich glaube, der Original, der Retro-Ton von dem Gelb finde ich schöner. Nee, wir bleiben wahrscheinlich. Naja. Gut, aber dann, wir haben dich jetzt schon Ewigkeiten Geschirr. Ich will ja, dass die Maschine irgendwann fertig wird. Und ich halte dich die ganze Zeit immer auf. Kein Thema. Genau. Aber dann danke für deine Zeit und ja, wir sehen uns. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.